Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Hard Gold J-Lock Challenge. In der letzten Folge waren wir hier bei den Pokathlon, haben dann den ersten Platz erzielt. Wir werden uns bei Zeiten vielleicht nochmal dorthin begeben. Also, es macht an sich schon Spaß, es ist ein bisschen schwierig, aber es klappt schon irgendwie. So, jetzt sollten wir uns aber hier mal umgucken. Ja, das war ja aber mit dem Pocket Walker. Hier ist der Nationalpark. Notfalls könnte man hier auch wieder ein Pokémon fangen. Ja, gut, ja. Wow, die Fliegklaue, die ist cool. Dann gehen wir das den Pokémon, was die niedrigste Initiative hat, natürlich. Und zwar... Nee, das brauche ich noch. Eigentlich gebe ich dem irgendwann mal, gebe ich ihm ein Schlauglas. Oder damit das am meisten reinbrette. Ich glaube, ich versuche es. Items. Eben. Das kann ich Ihnen übergeben. Also Curie, Wasserstein haben wir bereits. Wellenrauch, wenn es die Wasserattacke zu stärker. Das kriegst du. Okay. Gut. Ach, das ist hohes Gras. Gut. Guck mal, welche Pokémon wir bekommen. Lady Faye. Wir gucken uns einfach. Hier könnte man ins Gras beißen. Welches Gras nehmen wir? Hohes Gras, niedriges Gras, Nebengras, Wasserbrunnen, rausgehen. Bin auf. Ich glaube, wir gehen hier rein. Oder hier waren wir noch nie drin. Und es ist eine. Oh, ein ist so. Naja, nicht unbedingt das Beste. So, jetzt ändert sich irgendwo auf der Welt irgendwas, okay. Jetzt haben wir den Butterfly-Effekt ausgelöst mit Klatscher.
Leute verhalten sich anders. Irgendwo auf der Welt ist jetzt ein Tornado oder so. Die Vögel drehen auch wieder durch. Isu bleibt immer in einem Rudel und schubst einander spielerisch, um ihre Ausdauer zu trainieren. Kranekind, ja. Ja. Es ist weiblich, okay. Weiblich ist. Ist so. Luna. Wegen dem Strahlkind. Ja. Ist gleich für Mond, also für Sonne gedacht, aber ich nenne es trotzdem Luna. Die Luna. Was wäre uns noch hier begegnet? Okay, hätten wir weitermachen können, wenn wir das gehabt hätten. Kann. Kokon sind echt fast ohne Boden. Es gibt noch viel, was wir noch nicht wissen, aber ich weiß immer noch mehr als über sie als du. Dass das klar ist. Zur Pokémon Tuska. Ganz so ähnlich. Los, aber Mund. Wachsen. Okay. Hau drauf. Ja, aber Mund haut wirklich drauf. Wie gesagt. Protokoll. Soll ich mich lieber heilen? Ja. Gut. Viele Punkte. Was? Ja, der Meinung bin ich auch. Achso, ich weiß besser, dann kannst du bitte meine Nummer haben. Ich hab sonst keine Freunde. Ja, ja. Jetzt muss ich wieder das ausbaden. Okay, hätten wir auch schon gehabt. Sofort, ob wir nur so hätten. Okay, dann. Muss nochmal oben gucken, als letztes, und bevor wir dann hier weitergehen. Super. Oh ja. Wenn ich so irgendwelche Attacken lernen könnte, hätte man eine gute Verteidigung. Oder vor allem mit Zugabe, Spielcape und so weiter. Schelocko, das war Papinella, also auch nicht ganz. Zumindest gibt es hier einige Käfer. Eine zumindest.
Na gut, ist ja egal, wie die so reingetappelt werden. Gibt einige Trainer, die dann sonst dann noch kümmern. Wir gehen das mal hier gucken. Hallo! Und die ist ja gerade raus der Stadt. Kann man nicht teilnehmen, das ja. Wir könnten vielleicht teilnehmen, aber wir den Anschluss hier freilassen. Das wäre vielleicht eine Lösung. Weil die als Preis vielleicht was Gutes bekommen könnten. Also um die Trainer kümmern wir uns dann noch. Ich will erstmal hier kurz nachgucken, was das ist. Hier hinten. Oh, ist das eine neue Route? Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Okay, hoffe ich auch. Dann kann ich deine Gedanken erraten. Du wirst mich jetzt angreifen und dann ein Pokémon rufen. Und das ist Manny. Manny, naja. Naja, hab ich komplett falsch geraten. Schön schlafen. Das Pokémon richtet am wenigsten Schaden an. Curie, falls du mal aufwachst. Fürs Team. Weil das ist normal effektiv. Gut. Dankeschön, Curry. Sternbuch. Ich weiß gar nicht, was ich nächste Level tappt, muss ich wieder mal nachgucken. Wow, das war ein Subcrack. Ich bin auch froh, dass es nur ein Subcrack war. Das ist meiner gewesen. Da will ich nicht drin bleiben mit Pflanze und so. Ups, oder Kosmos. Oh, das ist ein bisschen viel ab für mich. Nicht gelesen oder so. Käferbiss. Das kannst du standhalten. Hmm.
So, ich habe jetzt dann gerade eingesetzt. Damit bist du besiegt. Okay. So. Besiegt. Nein, Fehlanzeige. Wenn ich den Weg durch dachte, sparen kann. Okay. Das Team ist leicht angekratzt, aber es muss, glaube ich, die neue Route sein. Schau mal nach. Das ist Route 36. So. Ich glaube nicht, oder? Schau mal nach auf die Karte. Ich will jetzt nichts Falsches machen. Ich dachte, dass da durch die Welt untergeht. Das ist Route 36. Das ist Route 35. Ja, wir können mal fangen. Gehen wir wieder ins Gras. Und es ist Kyria! Ich fühle Gartenrohr. Das ist aber schön, das freut mich. Kyria. Ja, ich schwäche es ein bisschen, oder? Ach komm, Ball auf Ball. Klasse, Kyria wurde gefangen. Es wird immer besser, das Team. Ja, ihre Psy-Kräfte erlauben es ihr, den Raum um sich herum zu schützen. Und so in die Zukunft zu sehen. So, ich weiß, wie ich es nennen werde. Einen Moment. Prinzessin nenne ich es. Ist auch ein schöner Name, finde ich. So. Das ist mein schönes Team. Und da ist der Baum. Gut. So, jetzt müssen wir mit ihr reden. Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist es erschreckend zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser über den Kipzeck, ist bestimmt auch seine wahre Gestalt. Na nun, bitte ihm mehr Wasser über die Mütze. Mach schon, mach schon. Ja, gleich nicht. So, ich weiß aber nicht, ob,
Ach ja, so bin ich ja. Weiß nicht, ob man den jetzt fangen kann oder nicht. Das muss ich ja nochmal im Regelwerk angucken. Das werden wir in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut, dann werden wir jetzt so ein bisschen noch kämpfen. Ja, ich darf die alle nicht benutzen. Ach ja. Nehmen wir ein bisschen Curry mit. Da können wir noch gegen ein, zwei Gegner kämpfen. Gehen uns dann heilen und dann gleich oder zumindest nachgucken. Ein schöner Ort. Na, wenn wir da, wenn, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerakauz Bigbad. Ja, ein Erinnerungsfoto, immer gerne. Hat sich nicht viel verändert von unserem Team. Wenn wir diesen Kauztreffen ausgezeichnet. Und so Farmer verpasst, glaube ich, naja. Okay, jetzt haben wir ja Kirlia. Ach ja, dann war ja was. Da war ja was, ich hab's ja schon gemacht. Ja, aus der Klinge. So, jetzt steht noch ein Wirbelschirm irgendwo auf der Welt. Okay. Theorie können wir ja nichts mehr machen. Und in der Lady Fay. Wir haben Lady Fay. Okay, der letzte Kampf, denke ich mal. Wenn sie spucken und es ist alles entzückend still, vor allem. Sieh dir an, ich sollte es nicht machen. Na ja, gut, der hätte das auch mal machen können, aber jetzt können wir eh nicht mehr auswechseln. Aua, das ist gut. Windstoß. Boden-Pokémon, das muss Windstoß viel Schaden machen. Los, Lady Fish, schaff das. Okay, gut gemacht. Wow, Level 18, gut gemacht, Lady Fay. Super Schall. Nee, Super Schall brauche ich nicht. Nee. Ah, oh Gott. Ich kann wirklich ein Verlierer, aber ich bin Sache stolz, bin ich ein Gewinner oder so. Ja, natürlich. Ich habe schon den anderen Leuten Telefonnummern gegeben, damit ich. Ja, die möchte gerne mehr haben, weil sie hat mir einen Snowball, was mir nicht nach dem Snowball auch, sondern nach dem Knackleon. Oh, die liebe Mama ruft an. Gehen wir noch als letztes mit ihr. Als Abschlussworte. Hallo Sander, wie geht es dir? Ich habe heute beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden, das ist von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Ja, danke schön. Hallo, liebe Mama. Ach, du bist es. Ist alles in Ordnung? Nationaltag, da bist du also. Aber egal, wo du bist. Du wirst das schon packen, das weiß ich. Nebenbei, wow, haben wir viel Geld. Ja, natürlich weiter sparen. Na gut, dann verabschiede ich mich von dieser Folge und von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Tschüss.